Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Wir sind hier immer noch fröhlich am Erobern. Theoretisch könnte ich auch meinen Kriegslebenswandel nehmen für meine Kinder, weil ich die ganze Zeit irgendwie am Kämpfen bin. Aber hat sich bisher auch noch nicht angeboten, weil keiner von meinen Belgern ist da drin irgendwie interessiert. Und daher ist das immer eine schwierige Sache. Blutherkind zum Beispiel hat noch gar kein Interesse. Bluter mit Kriegsführung, klingt gut. Nehmen wir. Als der werden wir ja eh nicht weiterspielen, weil unser momentaner Spielererbe ist der 21-jährige Boy hier, der bisher nur Töchter hat, aber seine Frau ist schwanger. Hoffen wir, dass diesmal noch ein Sohn dabei rauskommt. So, den da haben wir jetzt schön überzeugt davon, dass wir ein guter Dude sind. Das war wichtig, weil der war irgendwie so fraktionsmäßig schwierig unterwegs. Die da beeinflussen wir jetzt auch noch. Die ist an sich, die kann ja gar nichts. Beeinflussen wir lieber unsere Befehlshaberin. Weiß nicht, was die gegen uns hat, aber sie hat offensichtlich einen Mann, der uns hasst. Das ist mein Onkel. Das ist auch mein Rivale. Den Krieg gewonnen. Kann ich meinen Onkel auch so beeinflussen, dass er vielleicht nicht mehr mich hasst. Okay, Prinzessin Ermengarde, meine Tochter ist Hexe. Das ist jetzt nicht so überraschend, das liegt irgendwie in der Familie. Warum habe ich keinen Kriegsgrund gegen den? Das kann doch nicht richtig sein. Ich sollte Kriegsgründe gegen die Leute haben. Sind das hier schon wieder für Geschichten, die hier einfach so existieren? Wie könnt ihr es wagen, eure Existenz hier zu haben? Kriegserklärung bricht Waffenstillstand. Moment, ich habe doch keinen Waffenstillstand mehr mit dir, oder nicht? Das ist Pferdereich da. Pferdereich? Wieso ist es jetzt bis 953? War das nicht vorhin länger? Nur bis 950? Wie lange gilt dieser fucking Waffenstillstand? Nach italienischer Anspruch von da oben. Ach, war das. Waren die mit dabei oder was? Aufhalten. Der will die Grafschaft von Venetien. Wir würden dann Schwert von Gut bekommen, könnten wir sagen. Ich geb dir doch nicht einfach meine Grafschaft, Alter. Ein Bauer, der unglaublich tapfer und krass ist. Er hat gegen bosnische Räuber verteidigt. Der könnte Ritter werden, aber der kann eigentlich nichts. Er könnte ein Vasall von mir werden. Der könnte den Spitznamen kriegen. Ist aber teuer. Machen wir aber.
Nein. Du bist auch nur ein Bürgermeister. Ist mir nicht wichtig. Wir wollen keine Anspannung, erst recht keine kritische. Wir können Festmahl halten. Lass das Festmahl beginnen. Lebendiges Festmahl. Essen wir in vollen Gange. Herzog Engelschalt. Reiten. Jemand hatte die Tiere auch nur ansatzweise im Griff und es gab Gelächter, Gefluch und gebrochene Knochen. Hör auf. Okay, cool. Hat mich ein bisschen Prestige gekostet. War jetzt aber auch nicht der Weltuntergang. So, meine Vasallen mögen mich dann mehr. Klingt gut. Den Typen müssen wir halt noch lang machen. Und dann habe ich drei Königreiche, hoffe ich. Aber wissen tue ich das, um echt zu sein, nicht. Lässt sich ein bisschen schwer sagen. Könnte ich den hier einnehmen? Nee. Auslösen. Okay. Wir können einen Titel übernehmen. Herzogtum von Dalmatien. Wie gehört es? Benachbarter Herrscher, dem Typen. Übernehmen. Das kostet mich Geld. Und er würde meine dann nicht mehr so viel Meinung von mir haben. Aber das wäre es wert. Wann kann ich wieder Geld vom Papst leihen? Ah, da, da, da. Wo ist denn hier Geld vom Papst? Ach, das ist eine Entscheidung, ne? Nee. Irgendwie nicht. Papst. Goldabit nach da unten. 952. Der hat auch gerade nicht das Geld. Der Papst ist arm. Tja, der Papst ist arm. Aber das ist halt so wenig, was ich da unten erobern würde. Vor allem hat er doch das Geld. Aber der hat echt kein Prestige und so gerade. Und er führt gerade Krieg. Ein Unabhängigkeitskrieg. Oh, ich fände es gut, wenn der den Unabhängigkeitskrieg gewinnen würde. Weil dann könnte ich ihn erobern. Ida würde gerne meine Affäre werden, aber ich hole mir lieber den Bildungslebenswandel. Geil. Jetzt erfahre ich ein Jahr vor meinem Tod, bevor ich sterben würde. So, wen hätte ich da eigentlich als Option, um Krieg zu erklären? Den da. Gegen Linz. Okay. Könnte man machen. Byzantinische Königreich. Die Geschichte hatten wir schon mal. Emirate. Aha. Heilige Scheiße, hat der viel. Jarl. König Rudolf von Burgund, aber halt nur wegen einer fucking Grafschaft da hinten.
Ich meine, klar, hilft mir alles letzten Endes. Ich glaube, den Dinzer-Typen nehme ich jetzt gerne mal. Erstmal kurz nochmal Fraktionen checken. Jeder will Unabhängigkeit vom Lehnsherrn. Aber mehr sind da gerade nicht am Start. Also erklären wir denen da mal ganz kurz den Krieg und machen ihn dann weg. Oh, reicht schon. Rein da. Wer ist das? Warum wollen die irgendwelchen Beef? Meine Tochter wird erwachsen. Charismatischer Verhandler. Sieht aber eigentlich nicht danach aus. Stadtmäßig. So. Schade, der scheint den Krieg da unten zu verlieren, der Boy. Wäre schön, wenn der unabhängig werden würde. Wäre wirklich, wirklich schön. Bitte. Ihr haltet 10 Jahre lang Karl Geist. Dadurch würde ich eine Freundschaft mit ihr näher kommen. Anspannungszuwachs minus 25. Keine Ahnung. Meisterin geübt. Meisterin wollen die finanzieren. Eine Waffe. Verwaltung, Kampfgeschick, Diplomatie. Die ist aber in allem schlecht. Aber es heißt, sie ist eine Meisterin irgendwo. Keine Ahnung. Machen wir mal. Aber wahrscheinlich ist es besser, wenn die da tatsächlich krasse Stats haben, damit es dann auch was bringt, ne? Aber unsere Waffe, die wir haben, ist halt eigentlich eh crap. Ja, und die andere ist halt lost. Meisterin ist halt besser als geübt. Okay, die können sich mal trennen und dann geht der eine Teil dahin. Die scheinen ja richtig Bock zu haben, hier zu sterben. Also machen wir die auch. Sprunghaft könnte mein Sohn werden. Der ist nicht mein richtiger Erbe. Zornig oder nachsichtig. Sprunghaft ist nicht die schlimmste Eigenschaft. So, die soll denken, dass wir ein ganz toller Boy sind. Damit auch mal die Scheiß-Fraktionsscheiße da aufhört. Ist ja nervig. Und mit 250 Gold kann ich den da immer noch mir einverleiben. Ja, wir werden es überleben. Alter, meine Frau ist eine Wurfmaschine, kann das sein? Wird es wieder ein Bluter oder so? Wer weiß. So. Haben wir es jetzt?
Wieso ist das eine eigentlich jetzt in meinem Besitz? Das war doch davor nicht, oder? Hat das ein Vasall von mir nebenbei eingenommen? Ja, nichts Verkehrteste. Aber ein Pontifikat ist leider immer noch ein ewiges Hin und Her. Und leider gewinnt der Papst. Glaube, Prestige. Prestige ist immer noch so eine Sache, die wir gerne hätten. Unser Waffenstillstand mit Gräfin Kira endet. Na gut, das bringt mir halt nicht viel, weil die hat halt nichts anderes. Hier wäre das wichtiger gewesen. Oh, guck mal. Guck mal, wen wir da lang machen können. Ja, schau mal an. Das ist jetzt auch jemand ganz anders als davor. Ja, was ist denn da passiert? Sowas. Dein Vater gestorben. Prestige, Bekanntheit, Hofpreisstufe 9. Immer gerne. Ihr könnt schon loslaufen, das passt schon. Natürlich. Euer Nachbar Prinz Ferdolf hat gegen euren anderen Nachbarn einen Krieg gewonnen. Oha, wie geil! Das heißt, wir können uns da was einverleiben. Eine meisterliche Insignie der italienischen Kultur. Lass mich das mal angucken. Insignie der italienischen Kultur. Und hier Insignien von derer, der von Satan und so weiter. Hier kann ich die leider nicht. Also ich kann nur die beiden austauschen. Was ist jetzt eigentlich besser, berühmt oder meisterlich? 0,2 Frömmigkeit, da gibt mir die andere mehr. 0,06 Prestige, da gibt mir die hier mehr. 0,06 Bekanntheit, gibt mir die hier gar nicht. Anziehungsmeinung 8, aber es scheint so, wie als wären die Blauen halt echt besser, ne? Berühmt ist besser als meisterlich. Kann ich das auch irgendwo? Enzyklopädie. Spielkonzepte. Artefakte. Manche Artefakte sind speziell und haben eine höhere Seltenheit. Artefakte neu schmieden. Artefakte Seltenheit. Einige Artefakte sind seltener als andere. Also die Reihenfolge ist gewöhnlich, meisterlich, berühmt und dann Illuster. Illuster habe ich kein einziges. Aber okay, dann ist Blau halt definitiv besser als Grün. Okay. So, da haben wir eine Schlacht schon mal gewonnen. Wir können unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Aber der hat leider gerade nicht genug Gold. Aber das darf man mir dann gleich geben. Keine Sorge, Papst. Ich kümmere mich auch hier um diese tolle Region, die da frei geworden ist. Ich habe noch meinen Sohn rausgeschissen. Liebesbärchen, wunderschön und kerngesund. Aber mit Liebesbärchen geboren. Ist nicht ganz so gesund. Ne? Aber bedeutet auch, ist wohl mein Kind. Wobei meine Frau hat ja inzwischen auch Liebesbärchen, ne? Das Ding ist, Gott sei Dank hat er keine.
Weil ansonsten hätte man ein großes Problem. Aber mein Sohn, als der ich weiterspielen werde, hat halt keine Liebesbläschen. Und Backup Nummer 1 hat auch keine. Daher können wir noch hoffen, diese Nummer da aus unserem Stammbaum rauszukriegen. Aber wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Crusader Kings 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.